Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Boiling Point. Ich habe beschlossen zu sagen, Alter, nein, ich lasse mich nicht so leicht unterkriegen von dem Dreck. Ich werde weiterspielen. Auch wenn mir dieses Spiel Bauchschmerzen bereitet und das nicht zu knapp, nein, 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 werde ich trotzdem etwas weiterführen. Es tut mir leid, auch von dem kleinen Ausraster gestern. Oder gestern nicht, letzte Folge. Ich sollte nicht mit meinen Emotionen so einfach umgehen. Vor allem bei so einem Spiel. Es gehört sich einfach nicht. Oder vielleicht doch, mir ist es egal, das Spiel verarscht mich. Worauf ich eigentlich hinaus wollte gestern, oder was ich mir nochmal bei der Aufnahmenbetrachtung, was mir da eingefallen ist, ist diese Art von Nachladen oder beziehungsweise diese Art von Waffengebrauch, dass du einfach nicht die Möglichkeit hast zu schießen oder beziehungsweise dass dir die Möglichkeit zu schießen einfach so genommen wird. Und und man einfach, ja, keine Ahnung, also dass diese Nachladeanimation, nicht die Nachladeanimation, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich konzentriere mich gerade auf die Straße, man sollte sich immer auf die Straße konzentrieren. Wie schon die Fahrschule damals gesagt hatte, niemals wütend Auto fahren oder in sonstigen Ausbrüchen. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das Spiel ist nicht gut. Ich habe wirklich einfach gedacht damals, das Spiel wäre gut. Ich habe gemerkt, es ist nicht gut. Und ich will es trotzdem noch weiterhin ausprobieren. Also es geht mir gerade ein bisschen auf den Zeiger, dass ich gegen jeden verdammten Stein fahre. Und dass ich, okay, erstmal wieder Missionen, so Mini-Missionen machen muss, um halt die Hauptmission weiterzumachen. Also das ist schon ein bisschen lächerlich. Ich dachte am Anfang vielleicht, ha, okay, gut, cool, kann man ja machen. Oder wenn man es ein bisschen einfacher haben möchte, später in den Hauptmissionen. Dann kann man ja ruhig so eine Zeitmission annehmen, damit man ein bisschen Geld verdient und der dir dann sagt, ah, guck mal, da gibt es einen Seiteneingang, aber ich komme ja noch nicht mal durch den Haupteingang, wenn es der Haupteingang überhaupt war. Ja. Jetzt wollte ich mal ein bisschen weiter Missionen machen, mal gucken, was abgeht. Ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich auch gleich nochmal eine Banditenmission, also werde die Indigos plätten da unten, weil mir das sonst. Ach Gott, komme ich da nicht hoch? Ich komme dort nicht hoch. Ach, toll. Das heißt, wo muss ich jetzt langfahren? Da komme ich nicht weiter. Schöner Wasserfall aber. Nur leider ist die Dschungellandschaft hier etwas eintönig und langweilig. Sonst hätte ich gesagt, cool, Dschungel, hahaha. Ist es aber nicht. Ach, da fahre ich mal hier hoch. Meine Güte, ey. Fahr da hoch! Vielleicht sollte ich nicht Auto fahren. Vielleicht sollte ich hier einfach nicht Auto fahren. Ich glaube, ich lasse es mal hier stehen, auf dem Berg. Auch mit der Gefahr. Oder ich lasse es hier nicht stehen, ich lasse es hier unten stehen. Dann kann es wenigstens nicht mehr so dumm wegrollen. Und wir werden uns mal zu Fuß dann versuchen, über den Berg zu begeben. Komm schon, komm schon. Okay, das geht nicht. Vielleicht da hinten hoch. Und genau, dann versuchen wir jetzt einfach mal hiermit ein bisschen umzugehen. Wow, 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 wow. Schlange habe ich übersehen. Und da durfte ich gerade eben wieder diese super Schießsteuerung benutzen. Geh doch mal da hoch, ey. Wie soll ich denn sonst da hochkommen? Und da hinten ist ein Weg. Vielleicht hätte ich den lang fahren müssen. Da bin ich selbst schuld. Ich gebe es zu. Es tut mir leid, wenn jetzt hier ein paar Leute wieder rumgrinsen. Aber ich spiele jetzt nicht. Ich spiele. Und ich muss auch normalerweise sagen, bin ich ja gar nicht mal so schlecht in Videospielen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. In anderen Projekten, wie zum Beispiel Ghouls and Goblins oder wie das heißt. Ich bin nicht der Beste. Aber ich bin auch nicht der Schlechteste. Gut.
Dann laufen wir jetzt hier mal den Weg entlang. Es ist ja nur noch 1,8 Kilometer weit weg. Vielleicht spule ich auch einfach ein bisschen vor, ich weiß es noch nicht. Aber eigentlich wäre es nur nett, wenn ihr mir zuguckt, weil ihr müsst es ja auch ertragen irgendwie. Ach ja, und sonst so. Ich hoffe, es läuft alles ganz gut. Was muss ich eigentlich noch mal machen? Ich muss irgendwas zerstören, oder? Ach nee, ich muss irgendeinen Wagen klauen, glaube ich. Und den dann wieder zurückbringen. Sehr viele Schlangen gibt es hier im Ort. Vielleicht soll ich die eher benutzen. Ich mag auch das Heranzoomen, und wenn du heranzoomst und läufst, dann geht es automatisch wieder weg, wie im echten Leben. Ist klar. Muss man wissen. Wir haben noch die normale Pistole. Vielleicht könnte ich damit ein bisschen abknallen. Ja. Ich habe schon ein bisschen Angst vor den richtig großen Begegnungen mit irgendwelchen fiesen Gegnergruppen. Weil so wird das echt nichts. Dann bräuchten wir echt neue Waffen. Ah, du bist jetzt Freund mit den Guerillas. Okay. Ich werde nicht lange Freund sein, glaube ich. Wenn ich das Auto von denen klaue. Aber wenigstens konnten wir die Schlange abwehren. Zum Glück haben wir genug Munitiones eingesammelt im letzten Part. Hat ja auch genügend Aufregung gesorgt, das Spiel. Dann kommen wir da vorne, ist der Weg wieder. Da können wir mal versuchen, mal da durchzukommen. Aber die Map ist ja schon. Oh, was ist denn das? Ist der Dschungel gepaart mit verdammten Fliegen und sonst irgendwas, was mich alles töten kann? Nur um mir auf den Sack zu gehen? Ich glaube ja. Tot. Ach, guck mal, da ist die Brücke. Das gibt's doch nicht. Wie viel gibt's denn davon? Ja gut, dass wir unser Auto eigentlich auch da hinten gepackt haben, weil, wie mir gerade einfällt, wir müssen ja ein Auto klauen. Wäre ja doof, wenn unser Auto hier weiterhin stehen würde. So, wir speichern mal ab, weil ihr wisst ja, wie es dann gleich abläuft. Klick, klick, klick. Schuss, komm ich raus. So, und da sind wir schon. Wir müssen das Auto klauen. Okay, ich wurde jetzt einmal getroffen. Ah, jetzt wurde ich am Arm getroffen. Ich kann. Oh ne, am Körper. Haben wir noch irgendwas dabei? Oh, verdammt, wir haben gar nichts dabei. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal neu laden. Der Wodka bringt nichts, außer dass wir torkeln. Ja, toll. Und wir sind gleich tot. Das heißt, fangen wir nochmal neu an. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass da eine Schlange ist. Und ich weiß, dass da vorne Gegner sind. Und die werde ich jetzt alle erstmal ausschalten müssen. Okay, 71 Health, das ist noch okay. Würden die Leute nicht so krass schießen können? Was hat er dabei? Der hat Spritze dabei, das ist sehr gut. Munition, ja. Sehr gut. Wie stark? Boah, das ist aber schwer beschädigt.
Wir nehmen mal alles mit, was wir mitnehmen können. So, warte mal, dann lasst uns mal ein bisschen heilieren. Da mit der Spritze. Okay, das hat nicht viel gebracht. Ey. Okay, gut, der ist tot. Heilieren. Warum bringt das nichts? Da müsste irgendwo einer drin sein. Der ist tot. Gut, dann haben wir die jetzt soweit erledigt. Warum bringt das uns gerade nichts mehr? Wirklich? Hm. Naja gut, wie dem auch sei, da ist das Auto. Hoffentlich können wir jetzt einfach so wegfahren. Auch wenn wir den Schlüssel nicht gefunden haben. Die Munition würde ich gerne noch mitnehmen. Oh ja, geil, wir können es einfach so bringen. Das Fahrzeug zum Zielpunkt wird gemacht. Und wir hauen ab. Hey, das lief ja leichter als vorher. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, was an dem Auto so besonders ist. Aber wir dürfen jetzt auch mal ein anderes Auto fahren. Ist das nicht tight? Und wir fahren jetzt erstmal den Weg zurück. Ja, und damit wären wir jetzt schon mit der Nebenmission fertig. Also, das war ja easy going, ey. Auch wenn wir einmal fast gestorben sind. Oh, 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 oh! Da haben die einen Baum gefällt. Und haben mich einmal getroffen. Nicht gut. Nicht gut. Aber zum Glück waren meine Reflexe... fährt da noch einer? Ne, da fährt keiner mehr. Sah nur so aus. Okay, hoffentlich... Ach, guck mal, da wird mein Auto angezeigt sogar. Auf der Karte. Mit einem gelben Kreuz da oben. Wir müssen hier lang fahren. Wo muss ich hin? Nein, 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 sag nicht, das ist jetzt kaputt. Okay. Alter, ist das geil, hier runterzufahren, ey. Sag nicht, jetzt will mich irgendein Helikopter abschießen wieder. Ziel vernichten, ey. Ich gebe euch Ziel vernichten. Ich gehöre doch zu euch, dachte ich. Okay, gut, ich fahre jetzt erstmal hier runter. Und damit sollten wir eigentlich außer Gefahr sein. Geil. Gut. Ha. War ja ein Spaziergang. Ah, jetzt muss ich aber wieder irgendwie zurückkommen. Shit, zu meinem Auto, ey. Verdammte Kacke. Oder kann ich vielleicht ein Taxi nehmen oder sowas? Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich meine, es ist ja das echte Leben. Theoretisch könnte man ja Taxis benutzen. Ach Gott, ist das geil, hier herumzufahren. Ey, warum keine gerade Straße, ey? Ah, kriege ich Interferenzen? Ist nicht gut. Aber da unten haben wir doch wieder unsere feste Straße. Geil. Ich freue mich drauf. Hoffentlich kriegen wir ein bisschen mehr Kohle für diesen Dreckauftrag. Ich hätte ja eigentlich auch nicht mein ganzes Geld ausgeben müssen für die Leute, die Regierung wieder gut zu stellen. Oder mich wieder freundlich mit denen zu machen. Aber ich habe es halt getan. Aber es waren auch nur 1500. Theoretisch war es jetzt auch nicht so viel. Und es hätte jetzt auch nicht den Braten fett gemacht. Ich hoffe, ich kriege jetzt einiges hier raus. Ich meine, es war ein gefährlicher Auftrag. Don't shoot, I'm with you. Relax. Okay, warum? Okay, gut. Und wir bringen es hier rein in den Sekundärzielvorgabe erfüllt. E. Nice. Und dann gehen wir mal den Auftrag abgeben. Hoffentlich kriege ich ein bisschen was raus. Und ich muss mich heilen von dem Doktore.
Oder? Der war unten. Hallo, Auftrag ausgeführt, Colonel. Hier haben wir eine kleine Probe Synthadrin, eine kleine Lastwagenladung. Genug Nachschub für die Basis für 15 Jahre. Großartig, hier ist dein Geld. Wir könnten vielleicht weiter zusammenarbeiten. Hast du Interesse? 1600. Wir haben herausgefunden, dass Dr. Tonarosa hier hinter all diesen Neuerungen steht. Er hat dieses neue Verfahren zur Herstellung. Lalalala. Er ist gerade dort. Du bringst ihn um. Ich zahle. Okay, wo ist das Problem? Ich lehne niemals einen Job ab. Soll ich seinen Kopf gleich mitbringen? Tja, was kann man da machen? Kampferfahrene Wache überall. Und dann dieser raffinierte Hund von Doktor. Du musst wohl aufpassen, sonst ist er ein Teil seiner Skelettsammlung. Okay, gut. Also, ich müsste. Ach, zum Glück ist es nicht so weit weg. Gut, da können wir theoretisch hinlaufen, aber vorher würde ich mich gerne heilen. Heilieren. Da ist er doch. Hallo, Doktor. Ich brauche ein paar Medikamente, vielleicht ganz gut. Wir haben jetzt die Spritze, Preis, Gewicht, Gesundheit 20. Nehmen wir drei Stück mit. Ja, bestätigen, bestätigen. Okay, gut. Hallo, Doktor. Ich bräuchte ärztliche Hilfe. 50 Pesos. Okay, hier nehmen. Okay. Fertig. Dann sollten wir noch unsere Ausrüstung anlegen. I. Leichte Panzerung. Kann ich mehrere anziehen? Nee, gell? Nee. Das heißt, die schmeiße ich weg. Die ziehe ich an. Kann ich mehrere anziehen hintereinander? Nee, kann ich nicht. Gut. Und dann. Auf ein neues Abenteuer! Und wieder laufen. Im Dunkeln. F7. Ja, da müssen wir wohl hinlaufen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Oh, warte mal, können wir vielleicht ein Taxi anrufen? K. Gut, ich denke mal, ich werde das vorspulen, damit ihr jetzt nicht den Weg sehen müsst. Währenddessen gucke ich mal nach, ob es vielleicht irgendeine Möglichkeit von Taxi gibt. Ah! Oh, gut, okay, gut, das war jetzt komisch, aber wir sind scheinbar näher jetzt an unserem Ziel. Okay, ich habe irgendwie auch das Gefühl, meine Spritzen reichen nicht mehr so wirklich aus, weil eigentlich sollten sie mich 20 hochheilen, tun aber nur irgendwie 5. Weil ich abhängig bin vielleicht. Wie soll ich das denn sonst machen, Leute? Ihr gebt mir ein scheiß System. Und der trifft zweimal natürlich, ey, direkt. Hallo? Hallo? Das schickt schon wieder an. Wollt ihr mich verarschen, ey? Okay, also im Wald hier gibt es mehrere Leute, scheinbar. Und ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen, ob es irgendwas gibt. Es gibt keinen Taxi, so wie ich das sehe. Hier habe ich dann aber noch einen lustigen Artikel gefunden von 4players.de über dieses Spiel. Und die sagen, viele Bugs und sowas. Okay, Bugs sehe ich jetzt nicht, aber ich habe jetzt. Hallo. Okay.
Sollte viele Bugs haben und irgendwie, ja, was stand da noch? KI lässt zu wünschen übrig. Okay, gut, die KI, klar, das haben wir schon erwähnt mit den durch Wände schießen oder auch sonst irgendwie dumm in der Ecke rumstehen, aber halt alles treffen, was sie kann. Es gibt auch irgendwie Leute, die sagen, ich finde das Spiel klasse, endlich mal ein Shooter, bei dem man Bewegungsfreiheit und Handlungsfreiheit hat, wie bei Morrowind. Wo ich dann sagen muss, okay, gut. Hast du Morrowind gespielt? Ist mir aufgefallen, dass Morrowind nicht so scheiße war. Ich finde es halt echt toll, dass die mich treffen können. Von jeder Reichweite aus. Naja, okay, gut. Ja, finde ich lächerlich leicht. Das mit Morrowind zu vergleichen, ne? Ich würde es eher vergleichen mit Haufen Scheiße, ey. Gut, aber wir sind ja nicht hier, um zu kritisieren, wir sind hier zum Spielen, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das echt noch lange machen kann. Eigentlich wollte ich ja nur die Hauptstory durchspielen. Aber ey, wenn ich es nicht mal schaffe, ey, in so billigen Nebenmissionen zu überleben.